Hallo, ich bin Wilson und was ihr nicht wisst, letztes Wochenende habe ich meine komplette Kohle für Futurama, Fortnite-Skins und Gönnergy verballert. War super. Jetzt habe ich noch 3,22 € auf dem Konto. Trotzdem bin ich hier. Die wissen ja nicht, dass ich blank bin. Ist ja auch egal. Hallo, Herr Ochsenknecht. Bitte hier entlang. Sehr gerne. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat im 20. Jahrhundert erkannt, dass der Kontostand nicht das einzige Entscheidende für die soziale Position ist und 4 Kapitalsorten zusammengefasst. Mich wundert ehrlich gesagt ein bisschen, dass das nicht schon früher jemand aufgefallen sein soll. Die Kohle auf dem Konto und Geldanlagen gehören zum ökonomischen Kapital. Daneben gibt es aber zum Beispiel auch das soziale Kapital. Damit ist das Netzwerk gemeint, das einem zur Verfügung steht. Menschen, die mir kleine Gefälligkeiten erweisen oder mir ein Vorstellungsgespräch organisieren können. Anders gesagt, Vitamin B. Ein Gruß aus der Küche? Oh, vielen Dank. Ich habe den Tisch ja auch nur über Connections bekommen. Ist seit Monaten ausgebucht. Einen dritten Baustein, das kulturelle Kapital, gibt es in verschiedenen Ausrichtungen. Ich kann mich sehr gewählt ausdrücken und verhalten, besitze einige Kunstwerke und habe sogar einen Uni-Abschluss. Too easy. Jedenfalls, das kulturelle Kapital ist gleichzeitig Statussymbol und Hilfsmittel. Wenn ich nach außen so wirke, als würde ich dazugehören, dann finde ich den Weg in die High Society viel schneller und einfacher als andere, die nicht so wirken. Das kulturelle Kapital ist zum Teil vererbt, genau wie beim Geld und bei sozialen Verbindungen. Wer darauf nicht zurückgreifen kann, um so zu wirken, als gehöre man dazu, kann also quasi dreifach gestraft zur Welt kommen. Ohne Geld, ohne Connections und ohne die Möglichkeit, sich die anderen Kapitalarten zu erarbeiten. Da hat man natürlich kaum eine Chance aufzusteigen. Und wisst ihr, was das Beste an diesem Dreischichten-Kapitalsystem ist? Nur das ökonomische Kapital muss man versteuern. Und einmal die Rechnung. Oh. Das ist mir jetzt aber wirklich unangenehm. Ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Ach, das ist gar kein Problem. Wir freuen uns natürlich, einen Ochsenknecht begrüßen zu dürfen. Das geht aufs Haus. Das ist aber nett. Vielen Dank. Naja, als Prominenter kommt noch das symbolische Kapital meines öffentlichen Ansehens dazu. Das heißt, selbst wenn ich keine Kohle mehr habe und auch nicht wüsste, wie ich mich in so einem Schuppen zu verhalten habe, gibt mir mein Promi-Bonus immer noch einen Vorteil gegenüber anderen Leuten. Ist das nicht toll? Jedenfalls so lange, bis die Boulevardmedien Wind davon kriegen, dass ich pleite bin.